Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal einen ersten Eindruck zu einer Legomine 20v3 ADI. Wahrscheinlich ist es hier nicht der erste Teil, den ich hochlade, von daher hast du das wahrscheinlich die Einleitung schon mal gehört. Aber ich möchte jetzt so in so einer erster Blick auf die ADIs oder so Videoreihe mal auf die ganzen Optionen, den EV3 zu programmieren, ein paar Blicke werfen. Und da ist eben heute die Open Roberta IDE dran, die, soweit ich weiß, in Deutschland entwickelt wurde. Und ich habe ja auch schon ein kleines Programm vorbereitet, aber wir können uns erstmal so ein bisschen hier durchklicken. Das Ganze gibt es neben dem EV3 auch für den NXT und einige weitere Systeme. Die stehen hier alle, also Bob3, Now. Die kenne ich so alle nicht. Ich glaube, Microbit ist ein Arduino und so weiter. Beim EV3 gibt es zwei Versionen, entweder Legios oder EV3-Dev. Ich verwende die EV3-Dev-Version, auch wenn die noch in der Beta ist, weil ich gerade EV3-Dev auf einer SD-Karte hatte und dann bietet sich das hier an. Da muss man sich noch zum Verbinden so einen Wert hier eingeben. Und wenn man das gemacht hat und der EV3 auch verbunden ist, kann man sich eben die Info angucken. Fürs genau Aussetzen gibt es relativ gute Anleitungen. Da werde ich vielleicht auch irgendwas in der Videobeschreibung verlinken. Aber das kann man auch ziemlich einfacher googeln. Dann gibt es hier noch die Roboter-Konfiguration, wo man eben konfigurieren kann, was man so an sein EV3 angeschlossen hat. Da kann man hier auch Raddurchmesser und Spurbreite einstellen. Das Ganze ist eigentlich nur für Roboter mit Rädern, wie auf dem Bild, ziemlich sinnvoll. Aber ich habe zum Beispiel gerade diesen Dinosaurier gebaut und bei dem ist eigentlich dieser Raddurchmesser oder die Spurbreite absolut unnötig. Dann muss man eben die Sensoren angeben. Ich habe jetzt an Port 1 einen Berührungssensor und an Port 4 einen Infrarotsensor und die Motoren, die man angebaut hat. Man muss eigentlich bei jeder textbasierten Programmiersprache angeben, was man so angeschlossen hat. Und dann kann man hier eben bei dem Programm sich irgendwelche Bausteine raussuchen. Der Startblock ist schon von Anfang an da und die da alle reinziehen. Den kann man hier noch Variablen hinzufügen, aber die braucht ihr jetzt nicht hier. Und Sensordaten anzeigen und so. Man kann dann hier eben Aktionen einstellen, Sensoren und so weiter. Einfach hier irgendwie eine Aktion, Fahrer vorwärts, hier reinziehen, dahinter machen. Und dann wird das hier nacheinander ausgeführt. Diese Reihenfolge kennt man ja auch schon aus der Legomine 20v3 IDE. Leider habe ich noch nicht herausfinden können, ob man irgendwas parallel ausführen kann, also gleichzeitig vorwärts fahren kann und einen Ton abspielen kann. Aber ich glaube eher, dass es nicht geht. Ganz cool ist dabei, dass es hier die Möglichkeiten gibt, so einen Text-to-Speech zu verwenden, also man kann hier eine Sprache einstellen und dann wirklich hier Text eingeben, den der EV3 sagen soll. Das funktioniert auch relativ verständlich. Und dann gibt es natürlich auch noch so die Bilder, die man anzeigen kann. Da gibt es allerdings nur 5 Stück. Und man kann, glaube ich, keine Tondateien abspielen, also irgendwelche Toneffekte oder so. Sondern nur, wenn man möchte, irgendwelche Lieder als ganze Noten komponieren, also dann für jede Note einen Block. Dann gibt es eben diese Fahrsteuerung, die hauptsächlich für Fahrzeuge mit Rädern gedacht ist. Da kann man hier nämlich Tempo links und Tempo, dann kann man hier nämlich die Strecke, die man fahren soll, angeben, was damit berechnet wird, wie groß der Radradius ist und auch wie weit man sich drehen möchte und so, also wie viele Grad. Für all das muss man dann den Radradius angeben. Neben den Bildern kann man auch noch Texte anzeigen, aber es ist ja ganz normal. Und dann kann man natürlich noch die Statusleuchten verwenden. Dann kann man hier noch die ganzen Sensoren verwenden. Ich finde es ein bisschen schade, dass es hier praktisch für jeden Sensor, der unterstützt wird, einen eigenen Punkt gibt. Und es ist ja ein bisschen besser, wenn es da irgendwie eine übersichtlichere Art gibt, die es auch gibt, wenn man hier unter Kontrolle auf Werte geht und dann auf Warten bis, dann kann man hier einzelne Aktionen einstellen. Ich frage mich, warum das Ganze nicht hier bei den Sensoren, warum es hier nicht so einen einheitlichen Sensorblock gibt, wo man das dann einstellen kann. Wie man hier schon sehen kann, werden ein paar Hightechnik-Sensoren unterstützt, aber insgesamt lässt der Third-Party-Support doch ziemlich zu wünschen übrig. Soweit ich weiß, wird auch nicht der RGB-Modus von dem EV3 unterstützt.
Und der alte NXT-Lichtsensor, nicht der Farbsensor für den NXT, sondern der Lichtsensor, der beim NXT 1.0 dabei war, der wird auch noch nicht unterstützt. Also was die Sensorunterstützung angeht, ist das ziemlich schlecht. Und bei den Motoren, da gingen halt die EVA3-Motoren, die NXT-Motoren habe ich nicht getestet. Aber alte 9-Volt-Geräte gingen da auch nicht. Ich glaube, mit EVA3 Dev selber gehen alte 9-Volt-Geräte. Und es gibt auch keinen Block, um irgendwie ungeregelt die Motoren zu verwenden. Man kann nur hier dann bei der Roboterkonfiguration einstellen, ob man die regulieren möchte oder nicht. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das sind halt logische Operationen, wie man sie kennt, Mathematik, wo auch zufällige Zahlen dabei sind. Dann gibt es hier noch Text. Die Datentypen werden hier sozusagen auch angegeben. Also wenn man zum Beispiel einen Wert irgendwo einstellen möchte, da kann man ja bei der offiziellen IDE unten dann den Wert eintippen bei dem entsprechenden Block. Hier muss man dann teilweise noch so einen extra Zahlenblock dahin ziehen, wie man das auch hier sehen kann. Das Ganze gilt auch für die Farben, die kann man sich dann hier auch einzeln rausziehen. Aber eben nur diese 7 Stück oder so, die der Sensor erkennen kann. Und nicht die RGB-Farben, die man ja auch rein theoretisch mit dem Sensor erkennen kann. Dann kann man hier noch mit Arrays arbeiten. Das habe ich mir jetzt erstmal nicht genau angeguckt. Variablen kann man verwenden. Die muss man dann eben hier oben hinzufügen und denen dann einen Namen geben. Und dann kann man da entweder reinschreiben oder sie auslesen. Und dann kann man auch Funktionen verwenden, also hier so eine neue Funktion hinzufügen. Da habe ich auch schon ein paar in dem Programm, die ich jetzt hier nicht verwende bis auf dieses Calibrate-Lags. Aber man kann dann hier eben welche Übergabeparameter angeben und auch Rückgabeparameter. Je nachdem, was man dann hier für einen Typen von der Funktion verwendet. Und die kann man dann eben wie ganz normal andere Programmierblöcke hier in den Programmiercode einfließen lassen. Ich werde übrigens auch die Programme nochmal alle in der Videobeschreibung verlinken. Ich muss mal gucken, ob ich das direkt machen kann oder irgendwie einen Linkshorten oder so benutzen muss, weil die URLs doch ziemlich lang sind. Dann kann man hier noch Nachrichten verschicken per Bluetooth. Konnte ich auch nicht testen oder habe ich zumindest nicht getestet. Und das war es dann mit den Programmiermöglichkeiten. Hier auf der rechten Seite gibt es dann noch so Hilfeansichten. Man kann hier noch Beschreibungen hinzufügen. Man kann den Quellcode anzeigen lassen, was ich ziemlich cool finde. Ist ja ganz cool, wenn man hier auch reinschreiben könnte, denn das kann man nicht. Also ist ja ganz cool, wenn man irgendwie wechseln könnte zwischen der schriftlichen Eingabe. Das ist übrigens Python bei EVA3 Dev. Bei LeetJS wird Java verwendet. Aber so kann man sich den Code einfach nur runterladen oder angucken und nicht so manuell bearbeiten. Dann gibt es hier noch so einen Simulator, der nur mit dem einen Modell funktioniert. Und der auch insgesamt ziemlich eingeschränkt ist. Ich weiß noch nicht, ob der fehlerfrei funktioniert, aber mein Modell sieht nicht so aus, deswegen habe ich den jetzt nicht weiter verwendet. Und insgesamt ist es mir ein paar Mal vorgekommen, als ich etwas komplexere Programme runterladen wollte oder ausführen wollte, dass der EVA3 irgendwie die Verbindung verloren hat. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Und auch wenn man irgendwie einen Fehler macht, zum Beispiel einen Sensor anders ansteuert, als man ihn hier konfiguriert hat, standardmäßig ist hier nämlich der Ultraschallsensor ausgewählt, der ja bei der normalen Kit nicht dabei ist. Also bei der Home Edition nicht dabei ist. Dann kann man ziemlich schnell mal irgendwie eine Fehlermeldung bekommen, die nicht wirklich viele Informationen ergibt. Das kann ich ja mal kurz zeigen. Ich verwende hier in dem Programm den Infrarotsensor. Und wenn ich hier jetzt an Port 4 den Ultraschallsensor anschließen würde und das Ganze ausführen würde, dann gibt es hier den Hinweis, dass es einen Fehler im Programm gibt und dass man die Nachrichten auschecken soll, aber ich sehe keine Nachrichten und ich konnte die auch nicht finden. Also ein bisschen blöd, dass es keine anständigen Fehlermeldungen gibt. Oder dass sie nicht einfach sehbar sind.
Auch über den Quellcode kann man nicht irgendwie den Code mal kompilieren, um zu gucken, ob das alles sinnvoll ist. Dann gibt es hier oben noch ein paar weitere Optionen. Man kann sich auch anmelden und dann Sachen in der Galerie posten und so. Aber insgesamt sind die meisten Programme doch ziemlich grundlegend. Und es gibt deutlich mehr Programme, oder es ist relativ schwer, den Weizen von der Spreu zu trennen. Und es ist auch ein bisschen blöd, dass man hier nur begrenzt viel Platz hat. Man kann schon sehen, wie weit ich nur scrollen kann. Das heißt, irgendwann ist dieses Bild hier einfach voll und dann kann man die Programme nicht komplexer machen. Ich glaube, bei allen anderen IDEs kann man die so groß machen, wie man möchte. Es ist natürlich cool, dass der Text hier auf Deutsch ist, aber der Satzbau lässt doch manchmal wirklich zu wünschen übrig. Also sowas wie Stoppemotor B bremsen ergibt ja nicht direkt Sinn. Also vielleicht würde sowas wie Stoppemotor B am Ende bremsen oder so mehr Sinn ergeben, aber es ist halt alles sehr grundlegend. Aber es ist natürlich cool, dass man das Ganze im Browser verwenden kann. Das läuft auf dem Server von Roberta. Den kann man dann auch bei dem EVA3 haben. Also man kann auch einen eigenen Server hosten, aber das ist ein bisschen umständlicher. Also ich denke, dass die IDE für Leute, die keine Erfahrung mit Programmieren haben und auch nicht langfristig sich in irgendwas einarbeiten wollen, was man langfristiger benutzen möchte, relativ gut ist. Aber wenn man langfristig irgendwas verwenden möchte, ist, glaube ich, OpenRoberta nicht die richtige Option. Hier unten kann man das dann übrigens kompilieren und hochladen. Aber das war's dann noch mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Was ist denn deine Meinung zu OpenRoberta? Wenn du dir das mal angeguckt hast, kannst du auch gerne deine Meinung in die Kommentare schreiben. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Video und ciao, Kakao.